Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play World of Tanks. Ja, und wir haben den Stellplatz, haben wir. Mit 140.000 Kredits dürfte es für den Zweier reichen, mit der Ausrüstung dann. Also machen wir uns dran. Forschung. Tier 2. Runtergesetzt haben wir nur noch den. Aber da müssen wir 5, da müssen wir schon alleine 100.000 für die Crew ausgeben. Da müssen wir also ein bisschen mehr machen. Aber der ist runtergesetzt. Ach, der Type B, nicht den Chiha kaufen. Ist runtergesetzt. So, kaufen wir den. Gucken wir uns in der Garage an. So, dann schauen wir uns als erstes hier mal an, was hier diese Sache sagt. Geht nicht. Sind 100, sind 200, sind 700 freie Erfahrung. Ja, okay, die nehmen wir weg. Den Rest machen wir dann mit einem Gefecht noch. Kaufen wir. Ist noch genug. Ja, das will ich schon ein bisschen. Könnte man zwar hier auch. Ja, können wir auch. Okay, das wird jetzt mal geht. So, mehr machen wir jetzt nicht. Den Rest können wir jetzt beim Spielen erfahren. Erstmal. So, die Crew haben wir. Jetzt brauchen wir hier Zubehör. Was haben wir denn da? Auf den Zweiern mache ich am liebsten immer Scherenfernrohr, weil wegen der Sichtweiten da auf den unteren Tierstufen, das ist halt ein bisschen blöd. Und weil das so erbärmlich ist und man sonst wirklich ganz doof aus der Wäsche guckt. So, ja. 4. Oh, jetzt habe ich gar keine. Ja. Also das Kreditkonto hat entschieden, dass ich ohne Premium-Munition auskommen muss. Ja, der kommt auch noch rein. Das ist aber jetzt arg eng hier mit dem Platz. Aber hier kaufen wir weiter nichts. Aber hier können wir schon mal einen von den fertigen Stilen nehmen. Das ist jetzt ein bisschen arg wenig, aber kann man mal sehen, wie knapp das wird, ne? Also man sollte vielleicht demnächst doch 200.000 oder 250, bei dem Cruiser wird es ja eh noch ein bisschen mehr. Also wird das noch ein bisschen dauern. Also was haben wir denn hier bei den Aufträgen? Achso, ja, okay, das ist jetzt über die... okay. So, das bedeutet, wir können mit dem schon mal ein Gefecht machen. Mit Verbrauchsmaterial in allen verfügbaren Plätzen. Da wir nur einen haben verfügbar, den wir belegt haben, ist das schon okay mit dem Zweier. Wir wollen dann mal, tun mal, wie viel Gefechte haben wir jetzt? 17, also das könnte man noch mit einem Bot-Gefecht rechnen. Mal gucken, was wir jetzt machen. Stürzen wir uns mal ins Gestürze oder so ähnlich. Meinen täglichen Frust gibt mir heute. Ah, ne, will ich nicht unbedingt, aber manchmal. Ah, ist so eine Hassliebe mit WOT mittlerweile. Das ist irgendwie, naja. Wird sich nicht so aufregen, wenn man das nicht irgendwie mögen würde, das Spiel auf der einen Seite. Wenn es einem gleichgültig wäre, würde man es einfach lassen. Tatsächlich ein reines Bot-Gefecht. Tatsächlich.
Dann stürzen wir uns erstmal in die Mitte. Alle gucken, was haben die da für dicke Brummer? Das wird die Japsen, ja, die Igoshiro. Ich hätte auch durchfahren können, ne? Jetzt machen wir die erstmal weg. Hier ist der Turm. Der Hügel ist hier längst nicht so wichtig. Hier bei dem gegen die Bots ist der nicht so wichtig. Nerviger an den Bots ist halt, dass sie oft nicht kämpfen wollen und dann sich nur verstecken. Alle jetzt da die restlichen da hinten? Sieht so aus. Ja, wird die da alle da in der Ecke, wenn wir wollen. Aber das ist echt. Aber da können sie sich am besten verstecken. Das ist lustig. Ich finde das irgendwie. Wer das programmiert hat. Nützt. Es ist ja gar nicht so schlecht mit dem Verstecken, wenn. Na. Laden wir mal wieder nach. Das Problem jetzt hier. Jetzt fährt der da runter. Bleib doch stehen. Wackel nicht so rum.
Oh, jetzt ballert er auf mich. Das gefällt mir aber gar nicht. Alle da oben in den Achtes. Was haben wir durchgekämpft? Langweilig. Uch, ja. Die Bots haben sich gelangweilt. Ja. Na gut. Okay, ein Großkaliber. Verstanden. So, jetzt kann ich ihn auf Elite machen. Jetzt habe ich so viel zusammen, dass ich noch einiges übrig habe an Punkten. Aber okay, da kann ich jetzt auch nichts für das Pech. Aber das wollte ich jetzt nicht. Das war mir zu viel. So viel freier wollte ich eigentlich nicht ausgegeben haben. Das ist jetzt nicht so schlimm. Den Motor können wir aber einbauen. So. Ja. Ach so, jetzt ist der. Er ist noch nicht ganz durch da. Ach, ich bin schon bei dem Bonusauftrag. Nee, das kann nicht sein, ne, oder? Doch. Naja, das wären 65.000. Das kriegt man auch wieder. Premium-Tag mal irgendwann. Ich habe ja schon wieder 148.000. Kann man mal sehen, ne? Gut. Wo ist denn der Panzer jetzt? Da. Nee. Hä? Ich hab die. Ah, die Zweier. So. NC31 als nächstes dann. Ach, dann können wir den. Na gut. Dann nehmen wir den. Für Gefecht haben wir drauf jetzt. Dann haben wir 18. Okay. Gehen wir rein. Ist egal. Bis 20 haben wir, glaube ich, auf jeden Fall Bots. Wenn nicht sogar bis 25. Also irgendwie. Dann sind sie jetzt auch bald weg. Ja.
spielen wir mal aggressiv. Aber bloß nicht da oben drüber, wie das die Bots immer machen. Hier oben über den Buckel. Zum ruhig vorfahren. Nee, okay, der hat eventuell ein bisschen mehr Gang-Depression. Kassiert? Ne, nicht. Zieh schon. Gleich nochmal in die Richtung geschossen hier. Na toll. Jetzt erstmal alle abgehauen. Ah, Mann! Da muss ich was. Nur erstmal da runter. Überall abhauen, die blöden Viecher. Nicht mehr ab. So. Sollten die hier auch alle weg sein, weitestgehend. Vielleicht Traktor haben wir hier noch dabei. Der hat wenigstens ein bisschen mehr Sichtweite. 15 Meter oder so. Mehr.
230 hatte. Wir haben, glaube ich, 180 oder 190 um die Ecke rum. Beziehungsweise 320, ach ne, 320 zu 280 oder 290. Irgend so weit um die Ecke. Also 30, auf jeden Fall mindestens 30 Meter mehr. Haben wir irgendwie manchmal. Wenn der nichts sieht. Fahren die dann auf Ketten? Sind alle drei da hinten? Jetzt zwei sind nur da hinten. Bislang dürfte alle drei, alles klar. Dann wollen wir mal. Bevor die alle Ketten fahren, gucken, ob wir dann aber abkriegen. Sondern noch ein bisschen was schmatzen dürfen. Ach, jetzt stützt er sich schon auf den Cap-Kreis. Na toll. Das war's denn. Da mit dem Wegfahren, ne? So, sind die gleich zu zweit da drin. Okay. Und den kürzeren Weg nehmen. Kommen wir nicht über 1000 mehr. Die kommen da vorher nicht raus. Bis dahin bin ich nicht da hinten. Das wird nichts mehr mit dem Großkaliber. Nein, doch. Aber wenn der noch getroffen hätte, wäre es vielleicht noch gegangen, ne? Schade. Aber dann wäre es wahrscheinlich irgendwie 990 gewesen. So. Gut, dann müssen wir nochmal den Vickers fahren. Vickers. Okay, fahren wir das. Das ist schon ein bisschen entspannt bislang. Eher mal so. Das ist natürlich wieder zu einfach mit den Bots. Also, das ist echt manchmal das Spiel. Irgendwas dazwischen müsste das sein, also zwischen diesem komischen Gewurstel im Random, völliges das Chaos da. Okay, ist auch noch ein Bot-Gefecht.
Ich muss trotzdem mal Premium ein bisschen reintun, ne? Ich habe ja jetzt wieder ein bisschen Geld. Das ist, sonst ist das ein bisschen, doch ein bisschen doof. Wo ich gerade jetzt so den T60 sehe, da muss man da schon ziemlich, den auch ziemlich passend erwischen, dass man den auch einigermaßen zerlegen kann, ohne Premium. Premium ist halt ein bisschen einfacher. Na, wir wollen mal gucken, was ist denn hier. Mist. Toll. Mist gemacht. Das hat zwei Schüsse völlig verdengelt. Oh Mist. Geht nichts mehr mit Großkaliber, ist vorbei. Bin eingetroffen. Getroffen wird nichts mehr mit Großkaliber. Das ist kein eigenes Treffen. Ach Mann, warum habe ich hier wieder zwei gedrückt, ey? Na, jetzt fährt er dem Street, dem anderen Streetwagen vor's Rohr, ne? Da ist mal einer. Oh, der brennt. Immer noch da, das man. Müssen wir irgendwo noch den Panzer 1 finden, ne? Da ist er. Na gut. Fahren wir darum. Oh, das waren alle. Na gut. Haben sie mal nicht gekappt. Auch gut. Sag ich doch, das gibt kein Großkaliber. Ach, ich blöd Mann. Die Schnellausbildung nie angemacht. Oh, jetzt, dann war das sowieso verloren. Oh, ist egal jetzt. Ich wollte doch gar nicht so viel da über
überzählige Erfahrungen auf dem Panzer rumlungern haben. Genau darum habe ich doch so viel freier ausgegeben. Anfang mal die 700. Na, ist auch egal. Kommt eh wieder zusammen. Irgendwann. Naja. Haben wir halt die da liegen. Kenne ich auch nichts dafür. Können wir noch was erforschen, wenn wir was hätten. Aber da können wir schon richtig was mit erforschen. Aber kann man mal sehen, wie schnell man da auf freie Erfahrung kommt. Ich glaube, da müsste eigentlich, ich guck gerade mal. Jetzt mit dem Tier 2er müsste ich eigentlich ja, da bin ich doch gewesen. Da siehst du, ich habe doch Punkte bekommen. 18. Jetzt mit den Kriege erst ab Tier 2. Da gibt es auch ach ja, klar, gibt es auch die Erfahrungsbonus und Kreditbonus. Von daher haben wir jetzt schon ordentlich ein bisschen was verdient. So, damit sind wir aber heute auch am Ende mit dieser Folge. Drei Gefechte sind doch genug, oder? Das war ein bisschen mehr als zwei mit Rage oder so. Aber das ist jetzt auch vorbei, glaube ich, irgendwann. Oder bis 25 vielleicht noch. Jetzt haben wir 20 Gefechte. Wer weiß, wie das nächste ist. Ja. Egal. Ist aber auch wurscht. Ich sag dann mal tschüss, bis zur nächsten Folge.